Das Thema ist Selbstverantwortung oder Eigenverantwortung. Einer meiner Lieblingssätze lautet: An jeder Entscheidung im Leben hängt ein Preisschild. Kleiner Zusatz: Keine Entscheidung zu treffen ist auch eine Entscheidung und meistens die schlechtere. An jeder Entscheidung im Leben hängt ein Preisschild. Ich will den Satz mal verdeutlichen mit einem Beispiel. Ich war mal Mitglied in einem Business Club und einer der Vorteile dieses Business Clubs war, dass man ein Abonnement bekam. Das war kostenlos und man durfte sich die Zeitung aussuchen. Relativ viele Möglichkeiten. Und ich habe mir damals die Welt am Sonntag ausgesucht, weil ich unter der Woche halt öfters unterwegs bin. Und ich hatte so die Vorstellung, am Wochenende, da wirst du dann eine Stunde sitzen und dann liest du die Welt am Sonntag. Und zwar nicht nur, wie ich sonst Zeitung lese, Blätter, 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 so die Hauptüberschriften, ja, sondern mal in aller Ruhe und Muße auch mal so den Kulturteil und den Gesellschaftsteil. Und da kannst du mal so eine Stunde richtig entspannen. Also habe ich diese Zeitung abonniert. Die kam dann auch jeden Sonntag. Und jeden Sonntagabend hatte ich das gleiche Spiel. Ich war schlecht gelaunt. Die Zeitung lag auf dem Wohnzimmertisch. Und zwar, die sah aus wie gebügelt, weil die sah genauso aus wie der Zustand, als ich sie morgens aus dem Briefkasten genommen habe. Und das ging so Woche für Woche. Ich habe das einfach nicht geschafft, diese Zeitung zu lesen. Und meine schlechte Laune, ich habe ja dann schon sonntags morgens gedacht, heute schaffe ich es, heute lese ich die Zeitung, ja. Und am Ende des Sonntags war ich fast aggressiv, weil ich es mal wieder nicht geschafft hatte. Und irgendwann, da baut sich ja so ein Stapel auf, man hebt dann die Zeitung auf, weil auch interessante, zeitlose Artikel drin sind. Dann habe ich irgendwann mal das ein bisschen ausgemistet, Zeitung weggeschmissen, die einzelnen Artikel, die interessant sind, dann drin gelassen, dann war der Stapel gleich wieder kleiner. Aber auch die habe ich nicht gelesen. Und dann fing ich irgendwann an, habe gesagt, gut, komm, wenn ich sie bis Dienstagmorgen nicht gelesen habe, dann schenke ich sie der Nachbarin, die war damals im Mutterschaftsurlaub und die sagte, mir ist es egal, ob die 2 Tage alt ist. Ne? Und dann habe ich der die immer vor die Haustür gelegt und dann hat sie sich gefreut. Irgendwann war mal wieder so ein Sonntag, wo ich mich abends geärgert habe, weil ich das wieder nicht geschafft hatte. Und dann habe ich mich gefragt, woran liegt das eigentlich, dass ich es nicht hinbekomme, diese Zeitung zu lesen? Und mir ist auf einmal bewusst geworden, dass ich in meinem Leben mal eine Entscheidung getroffen hatte und dass ich nicht mehr bereit war, zum jetzigen Zeitpunkt das Preisschild zu akzeptieren. Und die Entscheidung, die ich getroffen hatte, war, ich wollte Familienvater werden und ich wollte 2 Kinder haben. Meine Frau wollte tatsächlich nur 1 Kind. Ich habe sie dann so weit überredet, bis sie gesagt hat, okay, 2 Kinder. Ja? So, die Frage ist nur, wann wollen Sie für 2 Kinder Zeit haben, wenn Sie beruflich, wie Sie alle auch, stark eingebunden sind? Unter der Woche müssen sie arbeiten. Ich sehe meine Kinder abends meistens so 1 Stunde. Der Samstags, da muss man einkaufen gehen, den Rasen mähen, Erledigungen machen, kochen und sowas. Da ist meistens auch nicht so viel Zeit. Also der wirkliche Familientag, das ist bei uns immer der Sonntag. Da bin ich mit meinen 2 Söhnen viel Zeit zusammen. Und deswegen kann ich diese 1 Stunde nicht lesen, weil das müsste ich von deren Zeit abschneiden. Und ich habe mich dann gefragt, naja, du wolltest Vater werden. Was ist sozusagen das Preisschild? Das Preisschild ist, du kannst diese Zeitung einfach sonntags nicht lesen. Und was habe ich dann gemacht? Statt dienstags meiner Nachbarin die Zeitung hinzulegen, habe ich ihr die direkt sonntags morgens hingelegt, wenn ich Brötchen holen gegangen bin, vor die Haustür. So, jetzt werden Sie sagen, nee, Sie sagen es nicht, aber Sie denken wahrscheinlich, hat er sie noch alle. Jetzt kommt er hier hin, hält einen Vortrag zu dieser späten Stunde, den ich mir anhören muss. Und dann kommt er mit sowas. Ich wollte wissen, wie ich die Zeitung lesen kann und mit meiner Familie irgendwie gut auskomme. Ja? Aber doch nicht, ich soll das Zeitung lesen sein, das kann auch keine Lösung sein. Der Punkt ist aber tatsächlich, dass wenn Sie das Preisschild akzeptieren, Sie unter Umständen irgendeinen Schmerz in Kauf nehmen müssen. Interessant ist aber, was Sie dafür kriegen. Schauen wir uns die Gesamtsituation an. Was hat sich geändert? Gar nichts. Ich bekam weiterhin jeden Sonntag die Zeitung. Ich hatte sie weiterhin jeden Sonntagabend nicht gelesen und ich habe sie weiterhin meiner Nachbarin vor die Tür gelegt. Jetzt ein bisschen früher, 3 Tage früher. Machte jetzt auch keinen wirklichen großen Unterschied. Es hat sich nichts geändert, außer dass ich sonntagsabends auf einmal gut gelaunt war. Warum war ich gut gelaunt? Weil ich die Verantwortung übernommen habe für das, was ich ursprünglich mal beschlossen habe. Und weil man dadurch innere Freiheit gewinnt. Ich hatte ja immer starken Druck am Ende des Wochenendes. Dieser Druck war weg. Ich hatte innere Freiheit. Und wenn man das öfters macht im Leben, entwickelt man irgendwann auch innere Stärke. Ich gebe Ihnen ein zweites Beispiel, was ich sehr anschaulich finde. Aristoteles, der berühmte Philosoph, der wurde mal gefragt von einem jungen Aristokraten, was soll ich tun? Dieser Mann hatte ein sehr ernsthaftes Problem.
Er gehörte zu einer sehr reichen Adelsfamilie. Er hatte also viel Geld und großartige Aussichten. Und er hatte sich gleichzeitig, also das war seine Herkunft, und er hatte sich in eine junge, sehr hübsche Frau verliebt, aus seiner Sicht die Liebe seines Lebens. Soweit also alles wunderbar. Das Problem war, diese Frau war eine Bürgerliche und es war Aristokraten damals untersagt, eine Bürgerliche zu heiraten. Wenn er das also getan hätte, dann hätten seine Eltern ihn enterbt und er hätte seinen Status, sein Vermögen, seine Reputation, alles mit einem Schlag verloren. Er hätte mit der Liebe seines Lebens gelebt, aber halt als armer Mann. Die Alternative war, die Frau verstoßen, alles behalten, aber dann ein Leben lang denken, hätte ich es anders machen sollen. So, und er kann diese Entscheidung einfach nicht treffen. Und deswegen geht er zu einem klugen Mann, nämlich Aristoteles, und er fragt ihn, was soll ich tun? Hilf mir, sag du mir, was ich tun soll. Und Aristoteles gibt ihm eine Antwort. Und da merkt man, dass er ein kluger Mann ist. Und das ist fast schon auch ein bisschen eine humorvolle Antwort. Aristoteles hat nämlich gesagt, egal was du tust, du wirst es bereuen. Woher will der das wissen, der Aristoteles? Nun, das ist ganz einfach. Der junge Mann, das war ja offensichtlich, der hatte noch nicht die Verantwortung übernommen für sein Handeln. Wenn er es übernommen hätte, hätte er nicht mehr Fragen brauchen. Er hätte einfach gesagt, ich will mit dieser Frau zusammenleben und ich zahle den Preis. Der Preis ist, unter Umständen in Armut zu leben. Wenn er diese innere Verantwortung übernommen hätte, dann müsste er keine Frage mehr stellen an Aristoteles. Die hat er aber nicht übernommen. Aristoteles war sich dessen bewusst und deswegen hat er gesagt, egal welchen Weg du gehst, du wirst, also er hat sich gedacht, er wird sich die Entscheidung von jemand abnehmen lassen, wie zum Beispiel von mir, aber er wird niemals die Konsequenzen tragen, weil er die innere Verantwortung nicht übernommen hat. So, jetzt muss man dem armen jungen Mann aber nicht unbedingt einen Vorwurf machen. Warum? Weil wir Menschen entwickeln uns im Laufe unseres Lebens. Wir fangen an als junge Menschen und da übernehmen wir überhaupt gar keine Verantwortung. Wenn ein Junge draußen Fußball spielt, ja, und dann schießt er den Ball voll durch eine Fensterscheibe und dann kommt derjenige, der in dem Haus wohnt, der kommt raus, der guckt den Jungen an, da ist weit und breit auch kein anderer Junge und der hat ihn auch vorher Ball spielen sehen, ne? Und dann sagt er, den hast du da den Ball in meine Scheibe geschossen? Was die natürliche Antwort eines Sechsjährigen? Nö. Ich weiß nicht. Ja. Die lassen sich übrigens auch, ich habe ja zwei Söhne, die lassen sich Geschichten einfallen, wer es dann gewesen sein soll. Die sind so kreativ, da müsste man fast Preise für vergeben. Aber tatsächlich haben sie nicht die innere Reife zu sagen, ich war das, ja, ich habe den Ball reingeschossen. Diese innere Reife zu übernehmen, zu sagen, es ist meine Verantwortung, es ist mein Verantwortungsbereich, da müssen wir im Laufe des Lebens hineinwachsen. Und es gibt Menschen, die wachsen niemals da hinein. Die sagen ihr ganzes Leben lang, ich war es nicht. Die finden immer einen Grund. Ich habe mal in einem Vortrag gehört von einer Psychologin, also wie zum Beispiel, ich hatte ein schweres Elternhaus oder ich hatte eine schwere Kindheit oder sowas. Ja. Da hat diese Psychologin gesagt, es gibt ein Verfallsdatum für diesen Satz. Ich hatte eine schwere Kindheit. Also wer hier im Raum eine schwere Kindheit hatte, das lasse ich jetzt mal so stehen. Aber ich hatte selber eine nicht ganz einfache. Also ich weiß zumindest im Groben, wo ich darüber rede. Ja. Man muss das irgendwann sein lassen und sich dann auf das beziehen, was jetzt ist und Verantwortung übernehmen, was man hier und heute im Leben hat. Frage ist noch, wie können Sie das als Führungskraft umsetzen, das Prinzip Verantwortung? Auch da möchte ich Ihnen ein Beispiel bringen. Dieses Beispiel habe ich auch wieder von einem Seminarteilnehmer, der, also es war auch ein erfahrener Manager, auch ein erfolgreicher Manager, und der hat mir erzählt, er hat also mal angefangen bei einer Bank als Lehrling und nachdem er die Lehre abgeschlossen hatte, wurde er dann von der Bank übernommen. Und im ersten Jahr als Angestellter machte er einen schwerwiegenden Fehler. Der hat eine Fehlüberweisung gemacht, die hat die Bank damals 100.000, also etwas mehr als 100.000 D-Mark, also vergleichbar heute Euro, gekostet. Ne? Sein damaliger Chef war gerade auf einer Dienstreise und alle wussten aber, in 2 Tagen kommt er wieder. Und dann kam dieser Tag, alle haben gespannt gewartet und irgendwann erschien dann tatsächlich auch dieser Chef in dem Büro. Das war jetzt kein Großraumbüro, aber da saßen so 8, 9 Leute an Schreibtischen. Ne? Alle hielten die Luft an, schlagartig wurde es mucksmäuschenstill. Und diese Führungskraft, dieser Manager ist dann auf diesen jungen Mann zugegangen, hat gemeint, Sie kommen jetzt mit. Dann drehte er sich rum und ging wortlos vor ihm her zum Aufzug. Im Aufzug drin drückte er den obersten Knopf. Dem jungen Mann rutschte das Herz in die Hose, weil er wusste, der oberste Knopf, da sitzt der Vorstand. Und Gespräche mit dem Vorstand enden meistens final, wenn man nicht gerade befördert wird.
Oben stieg seine Führungskraft nach wie vor wortlos aus dem Aufzug aus, ging vor ihm her den Flur entlang und blieb tatsächlich vor einem Vorstandsbüro stehen, der als cholerisch galt. Ne? Vor diesem Büro drehte er sich zu ihm um und sagte, so, wir gehen da jetzt rein und Sie sagen kein Wort, haben Sie mich verstanden? Und er dachte damals nur, super, jetzt wirst du entlassen und kannst noch nicht mal irgendwas zu deiner Verteidigung sagen. Aber ist ja jetzt auch egal. Ne? So, und dann sind sie da reingegangen und dieser Vorstand hat also seinen Ruf als Choleriker alle Ehre gemacht. Ne? Bei den Cholerikern ist ja so, das Blut kocht hoch, spritzt dann nach oben, schlägt gegen die Schädeldecke, das erzeugt massiven Druck, der muss irgendwie raus und das geht im Allgemeinen durch Schreien. Und der fing dann auch an, ähnlich wie der andere Vorstand, von dem ich Ihnen da erzählt habe, also auch hier so richtig mit Fäkalsprache, ne? Der schrie dann direkt los, was für eine Scheiße passiert denn da in Ihrer Abteilung und so. Ne? Das volle Programm. Und er sagte, mein damaliger Chef, der stand einfach nur ganz ruhig da, hat sich das angehört und hat zwischendrin, wenn der mal Luft geholt hat, einfach nur ruhig gesagt, ja, Sie haben recht, das ist in meiner Abteilung passiert und ich übernehme die volle Verantwortung. Komischerweise hat dieser Vorstand überhaupt nicht gefragt, was will eigentlich der da, ja, wofür ist der da? Der hat diesen Mitarbeiter einfach komplett ausgeblendet. Der hat dann so sein Schreibprogramm abgezogen und irgendwann, wenn dann der Druck abgebaut ist, ne, dann hat er das gemacht, was dann eben die meisten tun, hat dann so gemacht, also Sie dürfen gehen. Und dann ist der mit seinem Mitarbeiter rausgegangen, hat die Tür zugemacht, hat sich zu ihm umgedreht und hat gesagt, so etwas möchte ich nie wieder erleben. Haben Sie mich verstanden? Und der junge Mitarbeiter nur so. Und dann sagte der, dann hat sich mein damaliger Chef umgedreht, ist weggegangen und hat nie wieder über dieses Thema gesprochen. Er meint, für diesen Mann wäre ich aus dem Fenster gesprungen. Im 8. Stock, wenn der gesagt hätte, nehmen Sie Anlauf, springen Sie. Ich wäre gerannt und ich wäre gesprungen. Dieser Mann hatte meine absolute Loyalität. Und zwar bis zu dem Tag, wo ich das Unternehmen verlassen habe. Was hat der gemacht? Nun, er hat Verantwortung übernommen, die er als Führungskraft übernehmen muss für seine Mitarbeiter. Die Regel lautet ja, Fehler der Mitarbeiter sind nach oben und nicht nach unten. Da können Sie die Machete auspacken. Aber nach oben und nach außen sind das Fehler des Chefs. Und diese Regel hat er konsequent befolgt. Das ist eine Form von Verantwortungsübernahme. Was schafft man sich damit? Respekt. Ich bin mir sicher, der Mitarbeiter ist rausgegangen und er wird das allen möglichen Leuten erzählt haben. Also den Respekt hat er nicht nur bei den Mitarbeitern gewonnen. Aber das Interessante ist, den Respekt kriegt er nicht nur nach unten, den kriegt er auch nach oben. Überlegen Sie mal, wenn Sie einen Mitarbeiter haben, der regelmäßig gut performt, aber wenn er nicht performt und Sie sprechen das an und Sie sagen, das war keine gute Performance, der dann einfach sagt, ja, haben Sie recht, war mein Fehler. Wie Sie so jemand beurteilen, also wenn er das nicht dauernd sagen muss, ne? Vergleichsweise zu jemand, der so lala performt und der ihn immer wieder 1000 Gründe bringt, warum es jetzt gerade mal wieder nicht ging und warum es nicht möglich war und so weiter. Vor wem bauen Sie als Chef von oben nach unten, vor wem bauen Sie mehr Respekt auf? Es ist immer so, dass wir Respekt haben vor den Menschen, die Verantwortung übernehmen. Und was Sie gewinnen, ist das, was ich Ihnen zu Beginn gesagt habe. Es ist immer innere Freiheit und innere Stärke. Aber es ist ein lebenslanger Prozess. Gut, an der Stelle könnte ich aufhören. Ich will aber noch einen Hinweis machen. Und dann sind wir auch wirklich fertig. Ich habe jetzt gesprochen teilweise über Vergangenheit, über meine Entscheidung, irgendwann Familienvater zu werden, über den Banker, der irgendwann entschieden hat, er will Manager werden und dann eben Mitarbeiter auch bekommen hat, die dann eben Fehler machen, sowas. Aber es geht ja auch bei Verantwortung um die Zukunft, so wie bei Aristoteles, wie soll die Zukunft sein? Und da gibt es zwei Sachen, die ich für wichtig halte, die will ich nur ganz kurz noch ansprechen. Das eine ist, wenn es um die Zukunft geht, einen Chancenblick zu bekommen. Chancenblick heißt, dass wenn Kollegen kommen mit neuen Ideen, man schaut, was kann man daraus machen? Also wie lässt sich sowas entwickeln? Wo ist da eine Chance drin? Wie geht das? Was häufig stattfindet, gerade bei uns Deutschen, ist dieses Überkritische. Wir Deutsche sind von der Kultur her sehr kritisch und das ist gut, das hat uns erfolgreich gemacht. Wir haben zum Beispiel Produktionsprozesse, wo in anderen Ländern irgendwas zwar nicht gerade vom Band runterfällt, aber noch nicht optimal läuft. Wo dann aber jemand anderes sagt, oh, passt schon, ja? Also
wie gesagt, fällt nichts runter vom Band. Da ist ein Deutscher noch lange nicht zufrieden. Der sagt, ja, ja, klar, fällt nichts runter, aber gucken Sie mal, wie das ruckelt. Ja, das geht so nicht. Also wir haben immer dieses Denken, was kann man besser machen? Wo ist das Detail, das man noch lösen kann? Wo ist der Knackpunkt? Wo ist der Fehler? Was stimmt nicht an dieser Sache? Und das hat uns sehr erfolgreich gemacht, bezogen auf Produkte. Auch Sie haben fantastische Produkte. Sehr erfolgreich gemacht, bezogen auf Prozesse. Aber es macht uns nicht erfolgreich, bezogen auf die Zukunft. Wenn wir an die Zukunft denken, dann brauchen wir, und das sind leider, die Amerikaner sind es mit vielen, weiß Gott, nicht voraus, aber da sind sie uns voraus. Sie haben dieses Chancendenken. Wenn sie was hören, dann überlegen sie sich, kann man daraus irgendwas machen? Wir Deutschen denken oft als erstes daran, was daran könnte nicht funktionieren, was sollte man sein lassen, und das ist nicht gut. Sie kennen den Satz, wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Gründe. Und wir Deutschen wollen leider oft nicht. Und wir finden dann auch Gründe, warum es nicht funktioniert. Und da, glaube ich, wenn man der Zukunft entgegenschaut, da müssen wir uns tatsächlich verändern. Wir dürfen das Kritische beibehalten, das wir haben, das uns erfolgreich gemacht hat. Aber wir müssen den Blick auf die Zukunft richten und vor allem auf die Chancen, die sich uns bieten.